Da ist er. Klaus, meine Damen und Herren. Er ist wirklich da mit seinem Quarantänebart. Geht das jetzt schon los, Jan? Du hast so eine Staubsaugerfrisur, ne? Hast du das selber gemacht? Ja, ich habe mir wirklich tatsächlich mit Anweisungen von meinem Friseur habe ich mir die Haare selber geschnitten. Warum machst du denn das eigentlich nicht selber? Alle Leute schneiden sich jetzt die Haare mit dem Flowbee. Ja, ey, Flowbee, ich vermisse den so. Ich würde den jetzt ist die richtige Zeit für Flowbee gerade. Ja, was machst du denn da die ganze Zeit? Was hängst du da rum? Naja, ich hänge hier rum, lasse mich als Illuminat beschimpfen, koche. Ja. Ist Xavier Naidoo also auch in der Leitung oder was? Nee, der nicht. Trau keinem Promi war heute hier. Wer? Trau keinem Promi. Hast du von dem schon mal gehört? Ich kenne ihn nicht. Wie heißt er? Kein Promi? Nein, Trau keinem Promi. Den kenne ich nicht. Was ist das? Ist ein YouTuber, der darüber berichtet, dass so Promis, ich weiß nicht, ob es über dich schon was gibt, aber wir senden alle Zeichen. Wir senden alle satanische Symbole, senden wir immer hinaus in die Welt. Naja, da ist er. Also ich kann das von mir schon mal bestätigen. Ich mache da nicht so ein Geheimnis draus wie die anderen. Ich bin Satanist. Ja? Was machst du so? Ja. Ja, weiß ich nicht. Also einfach nichts Besonderes. Also es ist nur so eine Lebenseinstellung. Also ich möchte jetzt nicht so ein Geheimnis draus machen, dass Verschwörungstheoretiker sich da erst so Gedanken machen müssen, ob das wohl so ist. Das ist bei mir so. Und ich halte auch nicht mit hinterm Berg. Okay. Und deswegen der Bart? Was? Deswegen der Bart? Ist das ein Zeichen? Nee, der Bart ist einfach, ich möchte irgendwann, wenn alle Uhren ausfallen, weil die Batterien alle sind, möchte ich, dass man an mir die Zeit ablesen kann. Das Jahr. Das Jahr mindestens. Wie Jahresringe beim Baum, ne? Ja, dass man einfach weiß, was wir hinter uns haben. Dass man daran sehen kann, was Deutschland alles imstande ist, durchzumachen. Das soll man in meinem Gesicht sehen. Aber du bist doch Friseur. Du hättest doch am leichtesten von uns allen, die Haare selber zu schneiden, oder? Ja, aber das hat ja physikalische Gründe. Ich kann ja nicht jetzt, ich kann jetzt nicht von hier hinten. So ein Herzchirurg hat ja auch nicht viel davon, wenn er ein kardiologisches Problem hat, ne? Ja. Das natürlich, am offenen Herzen. Der kann ja auch nicht sagen, ja, dann machen wir hier mal einen Schnitt so abends. Ja, aber so ein klassischer Maschinenschnitt wie ich, das geht auch mit dem Spiegel hinten, das geht schon. Ja, das geht immer. Aber du willst ja natürlich die Schere wetzen, ne? Du bist so ein klassischer Schere-Friseur, ne? Absolut, ja, ich mache das so normalerweise so wie ein Botaniker eigentlich, weißt du, wie man normalerweise so kleine, wie heißen diese kleinen chinesischen Bäume, die man dann auch so richtig Bonsai. Schön in Form bringt, so würde ich das machen. Bonsai ist, genau. Also so würde ich das machen. Wir sind richtig schön wie so eine schöne Hecke in so einem ordentlichen Almangarten. Ja, das kriegst du leider von hinten nicht hin. Nee, das wirst du nicht hinkriegen. Oder du zeigst dich nie von hinten. Aber du bist auf jeden Fall von allen Leuten, die ich kenne, der das am ehesten bei sich... Oder mein Friseur. Du oder mein Friseur. Ihr seid die ich kenne, die das bei sich selber wohl hinkriegen würden. Aber mein Friseur hat eine Glatze. Ja, ich würde das auch hinkriegen. Also zur Not mache ich so einen illegalen Friseurladen auf irgendwann im Keller irgendwo. Ich komme. Ich lasse mich durch so einen unterirdischen Freimaurertunnel, komme ich dann zu dir. Underground Udo Walz. Ja, komm ich zu dir und dann wirst du mir die Haare schneiden. Ich werde es auch niemandem erzählen. Die werden es nur daran sehen, dass ich dann aussehe wie du. Sag mal, ihr zwei Dovis, was macht ihr da den ganzen Tag? Blöd quatschen. Kochen. Wir haben gekocht heute auch. Es gab Chili con Carne. Köstlich, sehr köstlich. Köstliches Chili con Carne gab es. Dieter haben wir kennengelernt. Dieter hat blank gezogen. Dieter hat sein Mäuschen rausgeholt aus dem Käfig. Habt ihr schon die ganzen CBD-Produkte ausgetrunken? Nee, aber ich bin dabei. Ich bin dabei. Merkst du doch. Würde ich dir empfehlen. Way, Top-Zeug. Ja, ich bin dran. Es steht hier auch schon rum und ich habe es den Leuten auch schon empfohlen. Bitte? Ich habe es den Leuten schon empfohlen und es steht auch hier schön drapiert auf dem Tisch. Und der Homeboy hier, der ist schon in Benutzung. Ja, der ist sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob das bei dir noch, also dein Körper ist wahrscheinlich irritiert, weil ihm einfach die Hälfte fehlt. Aber auch du wirst dich noch dran gewöhnen. Naja, ich habe das den Leuten gerade schon erklärt. Ich habe ja ein großes Knirschproblem. Ich knirsche ja stark nachts. Und das hilft, weil das eben Muskeln entspannt. Das ist ja das Problem, dass die so verzogen sind hier, diese Muskeln. Und das entspannt das und ich knirsche nachts nicht. Das ist tatsächlich hilfreich. Boah, wirklich. Die Internetqualität in Deutschland ist der einzige Grund der Welt, die FDP zu wählen. Ne? Warum? Sonst gibt es keinen. Ne? Hörst du uns? Wir sind nicht super. Ja, also ihr seid so verkruschelt wie so eine VHS-Tape aus den 80ern und
Sido redet da irgendwie in so einer Cola-Dose von 6 Meter Entfernung. So hört sich das an. Ach so, weil bestimmt der Sound ist hier, ne? Der Sound ist über den Laptop. So, wenn du da näher rangehst, aber nicht... Wenn ich so rede, ist besser so? Ja, da kann ich dich zum Beispiel hören, ja. Das macht mir die Sache schon mal einfacher hier. So, Inception. Ja, ist ja irre. Ist doch nett. Na ja, gut. Ja, so hörst du mich wenigstens besser. Hast du noch was, Schlaues zu sagen den Leuten? Nee, jetzt erstmal nicht mehr. Ich muss raus. Ich muss jetzt noch arbeiten. Was machst du denn heute noch? Ich muss noch so einen Haufen wegschippen. Schippen? Ich muss schippen jetzt noch. Mutterboden? Bist du draußen in der Datsche? Genau, ich bin hier bei meinen Laubenpiepern und wir haben hier gleich Social Distancing Gartenfest. Aber hast du dir Mutterboden? Jeder steht auf seinem Grundstück und dann singen wir die Internationale. Das wird ganz toll. Ich war da schon. Wenn es da ist, wo ich schon war, dann gibt es da genug Mutterboden auf dem Grundstück. Und das ist ein gutes. Hügel. Schützt du Hügel auf, oder was? Nee, es ist am Wasser. Ach so. Ist nett. Ist nett. Ach echt? Kann man machen. Okay, Gläschen, dann macht das mal alles fertig. Grüß mal alle. Ja? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schön, dass ihr das macht da, dass ihr ein bisschen für Unterhaltung sorgt. Ich freue mich darüber. Danke, macht das danke gut. Dir. Danke, müssen danke die, auf alles, was die, du machst. Bis, tschüssi. Tschüss, mach's gut. Tschüssi. Tschüss, Chris. Tschüss. Das ist doch nett.